Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Mittagspause und ich darf Sie jetzt zum zweiten Teil unserer Sitzung hier am Mittwoch recht herzlich Mittag begrüßen und darf aufrufen, Top 56, den Entschließungsantrag der SPD, Mietpreisbremse wirkt, Mietendeckel und Zweckentfremdungsverbot müssen kommen, Drucksache 20/1096, mit Top 82, dem dringlichen Antrag von der Fraktion der CDU mit Bündnis 90 Die Grünen mit Übersicht und Strategie dem Wohnraummangel begegnen. Wir haben bereits die Dringlichkeit heute Morgen beschlossen. Als Erste auf der Wortmeldungsliste habe ich Frau Faeser von der SPD. Dankeschön. Vielen Dank. Ich denke noch darüber nach, was das bedeutet, Frau Präsidentin, dass erst Herr Hahn klatscht, dann meine Fraktion. Aber ich freue mich sehr darüber. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich komme zur Ernsthaftigkeit des Themas. Wir alle hier haben nämlich ein großes Problem. Es gibt zu wenige und zu wenig bezahlbare Wohnungen in Hessen. Und hier im Haus betrifft es möglicherweise niemanden, gerade hier in diesem Rondell, aber viele Menschen draußen, und davon geht das Problem nicht weg, meine Damen und Herren. Und ich möchte das Thema heute mal in einen etwas größeren Zusammenhang stellen, weil nämlich heute der Arbeitskreis der Deutschen Börse über den neuen Indiz entscheidet. Und siehe da, wenn man sich mit der Materie etwas beschäftigt, ist es so, dass aller Voraussicht nach heute Abend fällt die Entscheidung, ThyssenKrupp als großer Stahlerzeuger rausfliegt und möglicherweise die Deutsche Wohnen als Immobiliengesellschaft aufsteigt. Das heißt im Umkehrschluss, man verdient in der Bundesrepublik mittlerweile mit dem Verkauf und Vermieten von Wohnungen mehr als mit der Stahlindustrie. Da, meine Damen und Herren, stimmt etwas nicht. Der Markt hat an dieser Stelle versagt. Deswegen braucht es einen starken Staat. Und es ist richtig, die Nachfrage nach Wohnraum in den Wachstumsregionen, ob es in Kassel ist oder rund um Frankfurt, um Darmstadt, um Wiesbaden, führen dazu, dass die Mieten immer mehr steigen, die Immobilienpreise in die Höhe steigen, dass es so ist, dass sich die Polizeibeamtin oder auch der Pfleger die Miete eben nicht mehr leisten kann. Und wir finden das als Sozialdemokraten falsch, dass das Portemonnaie, der Geldbeutel darüber entscheidet, wo man wohnen kann. Es muss für alle möglich sein, auch in den Ballungsräumen zu wohnen, meine Damen und Herren. Und auch die Bestände an sozialen Mietwohnungen haben in Hessen stetig abgenommen, wofür übrigens die CDU die Verantwortung trägt, und zwar die alleinige Verantwortung, weil sie hier massiv abgebaut haben. Und auch die anderen Entwicklungen sind nicht vom Himmel gefallen. Und da gebe ich Ihnen recht, Herr Kollege Hahn. Es ist nämlich so, dass wir seit Jahren darauf hingewiesen haben, dass der Wohnungsmarkt so angestiegen ist. Aber es ist nichts passiert. Es wurden keine Maßnahmen dagegen ergriffen. Und das hat das Problem verschärft, meine Damen und Herren. Deswegen haben wir dringenden Handlungsbedarf. Und dieses Handeln können die Menschen zu Recht erwarten. Denn um die angespannte Situation am Wohnungsmarkt zu entspannen, braucht es ein Bündel von Maßnahmen. Es geht nicht mit der einen alleine. Da bin ich fest von überzeugt. Wir brauchen den Bau von Wohnungen. Wir müssen die Bindungsfristen von Sozialwohnen verlängern, Belegungsrechte kaufen. Wir müssen den Mieterschutz erhöhen, z.B. durch eine wirksame Mietpreisbremse. Wir müssen die Spekulation von Boden bekämpfen, z.B. durch eine stärkere Besteuerung der Spekulationsgewinne. Wir brauchen die Förderung von Eigenheimen. Wir brauchen vor allen Dingen auch eine Stärkung der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften. Wir brauchen aber auch, da gucke ich die FDP an, da stimmen Sie mir sicher zu, auch die Erleichterung von Vorschriften fürs Bauen.
Und das kommt in der Wohnendebatte oft zu kurz. Wir dürfen auch den ländlichen Raum nicht vernachlässigen. Weil dort fehlt es in Hessen nämlich viel an kleinem, bezahlbaren Wohnraum. Gerade junge Menschen finden dort kaum kleinen Wohnraum. Und es fehlt vor allen Dingen an barrierefreiem Wohnraum. Und auch da müssen wir als Politik unsere Anstrengungen erhöhen, meine Damen und Herren. Es ist aber so, dass leider, und daraufhin hat meine Kollegin Elke Barth mehrfach an dieser Stelle hingewiesen, dass trotz des angespannten Wohnungsmarktes viele Wohnungen aus Spekulationsgründen oder leer stehen oder aber in Gewerbe umgewandelt werden. Das wurde zwar erst von der Landesregierung negiert. Ich kann mich noch gut an die Debatten erinnern, dass Herr Al-Wazir gesagt hat, das Problem gibt es gar nicht. Frau Barth hat das Gegenteil bewiesen. Diese Wohnungen müssen aber dem Wohnungsmarkt umgehend wieder zur Verfügung gestellt werden. Und deshalb, meine Damen und Herren, haben wir ein Wohnraumzweckentfremdungsgesetz vorgelegt, was letzte Woche in der Anhörung sehr eindeutig bestätigt wurde. Und ich will das nur aus der Anhörung sagen. Gerade die beiden größten Städte Hessens, Frankfurt und Wiesbaden, wollen dieses Gesetz unbedingt. Es wurde übrigens 2004 in Hessen von einer CDU allein geführten Regierung abgeschafft, meine Damen und Herren. So viel dazu, weil es ist in der Tat nicht vom Himmel gefallen, manches Problem. Und obwohl, ich füge das hinzu, 2004 war es auch nicht so, dass wir ausreichend Wohnraum gehabt hätten. Also damals war die Situation schon schwierig. Und ein allgemein gesetzlicher Schutz des bestehenden Wohnungsraums vor Nutzungsänderungen, Leerstand, Zerstörung und Abbruch ohne adäquaten Ersatz war nach der Aufhebung der Landesverordnung eben nicht mehr gegeben. Und das, meine Damen und Herren, haben Sie eben auch zu verantworten von der CDU. Ich will nur ganz kurz zitieren, was die Stadt Frankfurt gesagt hat in der Stellungnahme. Ich zitiere: Wir wollen voranstellen, dass die Stadt Frankfurt am Main gegenüber der Hessischen Landesregierung schon seit vielen Jahren auf die Notwendigkeit hinweist, eine landesrechtliche Regelung über den Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum in Hessen wieder zu schaffen. Dieser ist aber leider nicht erfüllt worden, meine Damen und Herren. Ähnlich sieht es der Mieterbund, der das eindringlich fordert, dass zum Schutz des vorhandenen Wohnungsbestandes es angemessen und geboten ist, der Zweckentfremdung einen Riegel vorzuschieben. Und ich sage Ihnen mal die Zahlen, die die Stadt München geliefert hat, die eine solche Zweckentfremdungsverordnung seit Jahren hat. Da ist allein im letzten Jahr konnten damit in München 370 Wohneinheiten gerettet werden. Und in den letzten 10 Jahren waren es sogar 2.500. Warum, meine Damen und Herren, wollen Sie das nicht auch für Hessen? Wir geben die Hoffnung noch nicht auf. Deswegen haben wir ja auch dieses Gesetz hier eingebracht, dass Sie dem zustimmen. Und es ist auch zwingend notwendig. Und ich will mal sagen, es liegt aus unserer Sicht wahrscheinlich eher an der CDU. Aber ich kann die Grünen an der Stelle auch nicht verstehen. Sie haben es schließlich im Wahlprogramm stehen. Vielleicht sagen Sie gleich etwas dazu. Und wir können die Enttäuschung des Mieterbundes in der Tat verstehen. Wenn die sehen, dass an dieser Stelle nicht gehandelt hat, denke ich, ist es zwingend notwendig, dass etwas gemacht wird. Alle handeln. Sie haben jetzt auch angefangen zu handeln. Ich werde das nachher noch einmal gleich sagen. Der Bund hat nämlich auch gehandelt. Sie haben die Möglichkeit der Umlage nach Modernisierung auf maximal 3 € gedeckelt. Jede dieser einzelnen kleinen Maßnahmen reicht hinten und vorne nicht. Aber wenn wir alle Maßnahmen zusammennehmen, können wir dieses Problem auch wieder in den Griff bekommen. Davon bin ich fest überzeugt. So kann beispielsweise, Stichwort Mietendeckel, eine Festschreibung der maximalen Erhöhung von Miete ein Instrumentarium sein, die Mietpreise in den Griff zu bekommen. Die Stadt Frankfurt geht da mit gutem Beispiel voraus mit ihrer 1-prozentigen Mietpreisdeckelung bei den eigenen Wohnungsbaugesellschaften. Das ist ein sehr vorbildlicher Weg, den wir uns für landeseigene Gesellschaften auch vorstellen könnten. Allerdings
Der ist ja jetzt eingeführt worden, aber jetzt erst seit Kurzem. Da ist ja viel Zeit wieder ins Land gegangen. Allerdings, und das sage ich auch ganz deutlich, ein generelles Einfrieren aller Mieten für die nächsten 5 Jahre wie in Berlin ist für uns kein Weg, meine Damen und Herren. Ich sage das auch dazu, weil ich glaube schon, dass die Gesamtheit aller Maßnahmen es macht. Und deswegen können wir auch nicht darauf verzichten, dass Private in Wohnraum investieren, insbesondere die, die vielleicht nur 1 oder 2 Wohnungen haben, weil das hilft, den Wohnungsmarkt zu entspannen, meine Damen und Herren. Zur Mietpreisbremse. Die aktuellen Zahlen eines Maklerhauses, die am Dienstag in der Frankfurter Rundschau veröffentlicht wurden, zeigen sehr dramatisch, wie die Lage auf dem Wohnungsmarkt hier in Hessen ist und wie kräftig die Mieten und Kaufpreise gestiegen sind. Auch das Wirtschaftsnahe Institut der deutschen Wirtschaft hat in einer Studie gerade veröffentlicht, dass so viel zu den privaten Investoren, dass die privaten Mieten schneller in Großstädten steigen als die der öffentlichen und also der kommunalen und genossenschaftlichen Vermieter. Frau Faeser, darf ich Sie bitten, zum Schluss zu kommen? Frau Vorsitzende, ich will nur darauf verweisen, die Bestandswohnungen im Moment kosten im Schnitt pro Quadratmeter 13,60 €. Das sind 55 Cent mehr als letztes Jahr. Bei den Neubauwohnungen sind es sogar 15,95 €. Das sind 50 Cent mehr als 2018. Meine Damen und Herren, in dieser Lage steigen die Mieten immer noch so dermaßen hoch, dass es ohne eine wirklich wirksame Mietpreisbremse nicht geht. Und ich bin froh, dass das Bundesverfassungsgericht vor Kurzem entschieden hat, dass das geht, meine Damen und Herren. Wir fordern diese dringend ein. Und ein Satz zum Schluss, Herr Minister. Ihre neuen Initiativen sind richtig. Das sage ich ausdrücklich, weil ich schon glaube, dass den Kündigungsschutz zu erweitern richtig ist im Sinne der Mieter. Aber dass Sie davon reden, und das ist dann mehr PR als tatsächliche Maßnahme, dass Sie in den nächsten 3 Jahren eine Miete nur noch um 15% steigen kann. Da will ich noch einmal sagen, wenn man 1.000 € Miete im Monat zahlt und hat dann nur noch eine Steigerung von 150 €, das ist ja immerhin pro Monat, meine Damen und Herren. Das ist eine Menge, die man erst einmal stemmen muss. Da kann man eben nicht davon reden, wie Sie es in Ihrem Sharepick getan haben. Wir finden uns mit steigenden Mieten nicht ab, Herr Al-Wazir. Das reicht nicht. Machen Sie ein Bündel von Maßnahmen. Dann haben Sie uns an unserer Seite. Stimmen Sie unserem Gesetzentwurf und unserem heutigen Antrag zu. Vielen Dank. Herr Lenders, genau, Sie haben sich. Sie kommen noch nicht dran. Nein, ich darf als Nächsten, Sie kamen mir zuvor, Herr Kasseckert von der CDU das Wort erteilen. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe Ihnen aufmerksam zugehört, liebe Frau Faeser, und insbesondere dem Beginn Ihrer Rede, weil ich den uneingeschränkt habe teilen können. Also Sie sagten, wir brauchen zum Beispiel Baulandentwicklung, wir brauchen die Förderung des ländlichen Raums, wir brauchen eine Baukostensenkung und. Aber was wir nicht brauchen, liebe Frau Faeser, ist mit Sicherheit der Mietendeckel oder ein Zweckentfremdungsverbot. Ich sage das ganz deutlich deshalb, weil wir uns in der Analyse, glaube ich, auch einig sind, dass wir auf der einen Seite durch den hohen Wohnungsdruck im Ballungsraum, der dazu geführt hat, dass die Mieten steigen, aber auf der anderen Seite diesen Druck nur loswerden können, indem wir neue Wohnungen bauen. Wir haben das in der Vergangenheit schon mehrfach gesagt. Das Einzige, was das Problem des Wohnraummangels löst, sind neue Wohnungen. Und deshalb sind alle regulatorischen Maßnahmen, wenn überhaupt nur temporär geeignet, den Mietenanstieg zu dämpfen. Dazu bekennen wir uns auch, auch wenn wir das
als Union nicht mit großer Freude machen. Aber ein Mietendeckel oder ein Zweckentfremdungsverbot kommt mit uns nicht in Frage, weil ich glaube, dass es nicht die Problemlage erfasst. Ich glaube, dass es überhaupt keinen Impuls für neue Wohnungen gibt. Und ich glaube vor allem, dass es einen Entzug bedeuten würde von Kapital für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen oder auch Investitionen in neuen Wohnraum. Und deshalb ist es eine Maßnahme, sind das Maßnahmen, die für uns nicht in Frage kommen. Wie man das gemacht hat, haben wir in der Vergangenheit schon gesehen. Ich glaube nicht, dass der Staat es besser kann. Dafür gibt es Beispiele in der weiter zurückliegenden Vergangenheit, Gott sei Dank. Aber dahin wollen wir nicht zurückkehren. Was wir brauchen, sind aktive Maßnahmen. Wir haben begleitet, und in unserem Antrag finden Sie die beiden Punkte auch, nämlich die sogenannte Kappungsgrenzenverordnung und die Kündigungsschutzverordnung. Das sind Maßnahmen, die darauf zielen, dass eben Mieter geschützt werden, dass diejenigen, die eine Wohnung haben, eben nicht ausgesetzt sind einem ungezügelten Preisanstieg. Wir haben mit der Kappungsgrenze ja deutlich abgesenkt, den rechtlichen Rahmen auch ausgenutzt. Wir haben den angespannten Wohnungsmarkt als Gebietskulisse herangezogen, sodass mehr Menschen davon profitieren, als es in der zurückliegenden Zeit war. Genauso wie bei der Kündigungsschutzverordnung auf der einen Seite Mieter, aber auf der anderen Seite auch die Käuferseite mit einem Vertrauensschutz rechnen kann, aber gleichwohl eben die Zeiten ausgedehnt wurden. Und es sind temporäre Maßnahmen, die dazu dienen sollen, die Zeit zu überbrücken, bis wir mehr Wohnungen am Markt haben. Und mehr Wohnungen heißt, wir können nicht warten und die Hände in den Schoß legen, bis es andere tun, sondern wir müssen ein Klima der Investition schaffen. Sie haben verschiedene Punkte angesprochen, die ich hier auch aus unserer Sicht noch einmal beleuchten will. Dazu zählt beispielsweise die Baulandentwicklung. Auch darüber haben wir schon viel und oft diskutiert. Sie wissen, als ehemaliger Direktor des Regionalverbandes habe ich einen guten Blick auf diese Region Frankfurt-Rhein-Main. Und die 2.500 Hektar Fläche, die wir bereitgestellt haben bis zum Jahr 2020, sind bisher nur bis zu etwa 25% in Anspruch genommen worden. Jetzt kann man fragen, waren das die falschen Flächen, die wir ausgewiesen haben, oder was sind die Gründe, dass die Kommunen von dem Angebot, das wir ihnen unterbreitet haben, dass die Kommunen davon nicht Gebrauch gemacht haben? Kollege Hahn zeigt mit dem Finger, dass es natürlich um Geld geht. Und in der Tat ist es so, dass wir über die Jahre Maßnahmen beschlossen haben, die für sich gesehen richtig sind, zum Beispiel die Kinderbetreuung, die aber am Ende dazu geführt haben, dass eine Kommune unterm Strich für sich bewertet, zu sagen, ist es noch sinnvoll, ist es noch für mich überhaupt darstellbar, ein Neubaugebiet in einer Größenordnung, die es notwendig macht, beispielsweise danach einen Kindergarten zu bauen, am Ende zu finanzieren. Und da lasse ich alle Diskussionen weg über die rechtlichen Fragen, über den Streit, den es immer gibt, wenn Sie irgendwo etwas neu ausweisen wollen, mit denen, die dorthin gekommen sind oder die dort schon vorhanden sind, die irgendwann selbst mal dahin gekommen sind, aber nicht mehr die Toleranz besitzen, auch weiteren Zuzug zuzulassen. Und da lasse ich eben auch, wie gesagt, rechtliche Fragen außer Acht, die es manchmal schwer machen, ein Baugebiet juristisch sauber durchzusetzen. Hier, glaube ich, müssen wir ansetzen, was die Baulandentwicklung betrifft, sowohl im rechtlichen Rahmen, was die Umsetzbarkeit betrifft, aber auch in der Frage der Folgekosten. Wir haben im Koalitionsvertrag dazu vereinbart, dass wir uns ganz genau anschauen wollen, dass wir die Kommunen sozusagen belohnen wollen, die sich dieser Verantwortung stellen, die investieren und deren Haushalte dann auch belastet werden. Hier wollen wir und werden wir in absehbarer Zeit einen Vorschlag unterbreiten, über den KFA sozusagen eine Bonusregelung für diese Kommunen bereitzustellen, die Baulandflächen in ihrer Gemarkung zur Verfügung stellen. Wir haben einen weiteren Punkt, das ist die Eigentumsförderung. Ich glaube, bei aller Diskussion, die wir führen über den Mietwohnungsmarkt, darf man nicht außer Acht lassen, dass die beste Möglichkeit, den Menschen auch die Altersvorsorge zu unterstützen, eigentlich der eigene Wohnraum ist. Deshalb wollen und werden wir Maßnahmen in Richtung Eigentumsförderung in unser Programm mit aufnehmen. Wir haben das Thema Darlehen schon deutlich vereinfacht. Das ist in Zeiten des niedrigen Zinses, sagen wir mal, ein eher kleiner Beitrag in finanzieller Hinsicht. Aber aufgrund der Ausdehnung der langen Zinsbindungsfristen ist es etwas, was Sicherheit und Planbarkeit für den Häuslebauer bringt und von daher eine gute Möglichkeit, den Einzelnen zu unterstützen.
Wir wollen weg von der Objektförderung hin zur Subjektförderung, sodass wirklich der Einzelne die Möglichkeit hat, für seine Altersvorsorge, für seine eigene Wohnung, für seinen eigenen Wohnraum etwas zu tun. Der nächste Punkt ist die Verkehrsinfrastruktur. Vieles greift ineinander. Wenn wir im Ballungsraum einen hohen Druck haben, dann können wir diesen Druck auch ein Stück nehmen, indem wir den engeren oder sagen wir, den umliegenden Ballungsraum eben mit attraktiven Verkehrsanbindungen zusammenführen und damit diesen Siedlungsdruck im Kern des Ballungsraumes der Metropolregion zu lösen. Dazu bedarf es aber, und das habe ich mehrfach an dieser Stelle schon gesagt, dass wir auch uns darüber verständigen, Planungszeiträume in diesen Bereichen deutlich zu verkürzen. Wir werden mit Verkehrsinfrastrukturprojekten, deren Zeitdauer 30, 40, 50 Jahre dauern, bis sie zur Umsetzung kommen, die Herausforderungen der Zukunft nicht gewinnen. Wir werden mit den Werkzeugen des 20. Jahrhunderts die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht lösen. Davon sind wir überzeugt. Und wir haben darüber hinaus natürlich mit der Nassauischen Heimstätte, mit der Eigentumsstruktur, auch mit der Beteiligung des Landes, einen starken Partner vor Ort, der in den bezahlbaren Wohnungsbau am schnellsten investieren kann. Wir haben das Eigenkapital der Nassauischen Heimstätte gestärkt. Wir wollen insgesamt mit Fördermaßnahmen dazu kommen, dass die Nassauische Heimstätte wieder auf 75.000 eigene Wohnungen kommt. Aktuell beispielsweise das Beispiel in Offenbach. Dort werden 22,5 Millionen durch die Nassauische Heimstätte investiert und an vielen anderen Stellen der Region auch. Sie steht in der Verantwortung, wir stehen in der Verantwortung, eben mit diesen staatlichen Wohnungsbaugesellschaften auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dafür steht nicht nur die Eigenkapitalsförderung, sondern dafür stehen insgesamt 2,2 Milliarden Euro für die nächsten 5 Jahre zur Verfügung, eine Summe so groß, wie sie noch nie in Hessen für den Wohnungsbau bereitgestellt wurde. Und wir hoffen, mit den richtigen Maßnahmen auch einen schnellen Abfluss dieser Mittel ermöglichen zu können. Und ich habe einen letzten Punkt ansprechen, auch mit Blick auf die Zeit, sollte das passen. Das ist das Thema Baukosten. Wir reden immer über bezahlbaren Wohnraum. Wir reden immer darüber, dass Bauen bezahlbar sein muss. In jeder unserer rechtlichen, gesetzlichen Änderungen der Vergangenheit haben wir aber immer dazu beigetragen, dass es am Ende ein Mehr für den Bauherr, ein Mehr an Auflagen und ein Mehr an Kosten für den Bauherr bedeutet hat. Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns selbst in die Verantwortung nehmen, wenn wir künftig an Gesetzesänderungen gehen, beispielsweise an die Änderung der HBO, die wir angekündigt haben, sie anzupassen, sie weiterzuführen. Und ich glaube, das ist parteiübergreifend Konsens, dass am Ende das Ziel sein muss, dass sie bessere, kostengünstigere und schnellere Verfahren für den Bauherrn bedeuten und nicht noch mehr Auflagen, die das Bauen am Ende unattraktiv machen. Ich nenne nur die Begriffe Wärmeschutz, alternative Energien, Brandschutz, Schallschutz, Denkmalschutz. Erdaushub ist für die Bauwirtschaft im Moment ein großes Thema. Jedes für sich gesehen ist bestimmt wichtig. Aber in der Summe der Teile führt es am Ende dazu, dass der Einzelne nicht mehr in der Lage ist, zu investieren. Das müssen wir durchbrechen. Das muss die Maxime sein für unser Vorgehen. Deshalb unter dem Strich sind regulatorische Maßnahmen für uns temporär vertretbar. Nicht alle. Mietendeckel ist zum Beispiel etwas, was wir grundsätzlich ablehnen. Nicht alle, aber mit den Maßnahmen, die wir beschrieben haben, können wir mitgehen. Aber wir dürfen dabei nicht aus dem Auge verlieren, dass nur der Neubau von Wohnungen das Problem löst. Und auch dafür werden wir Instrumente zur Verfügung stellen. Vielen Dank. Herr Kasseker, das war fast eine Punktlandung. Als nächstes darf ich Herrn Schulz von der AfD nach vorne bitten. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich auf Ihren neulichen Entschließungsantrag eingehe, liebe Kollegen von der SPD, muss ich noch ein paar allgemeine Bemerkungen loswerden über die Methode Ihrer parlamentarischen Arbeit. Wir haben seit 2015 auf Bundesebene das Mietrecht-Novellierungsgesetz, bekannt als Mietpreisbremse. Zudem ist in Hessen schon 2014 die Kappungsgrenzenverordnung in Kraft getreten. Und selbst Sie, liebe Kollegen, geben im Text Ihres Antrags zu, dass letztere praktisch wirkungslos gewesen ist.
Anstatt aber die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen zu hinterfragen, fordern Sie eine weitere Verschärfung dieser unwirksamen Maßnahmen. Um die Rechtsmäßigkeit Ihrer Vorstöße zu untermauern, geben Sie Gutachten in Auftrag, wohlgemerkt, um die Rechtmäßigkeit und nicht um die Wirksamkeit zu untermauern. Aus unterschiedlichsten Gründen kann ich Ihnen sagen, dass Ihr Experte, Herr Prof. Franz Mayer von der Uni Bielefeld, nicht als politisch neutral gelten kann. Seine öffentlichen Auftritte zeigen, dass er in diesem Thema voreingenommen ist und deshalb als Gutachter bedingt geeignet. Ich will Ihnen einmal einen anderen Wissenschaftler vorstellen, der tatsächlich unvoreingenommen ist. Der schwedische Ökonom Asa Lindbeck, Professor für VWL an der Universität Stockholm, hat niemals mit irgendeiner politischen Partei zusammengearbeitet. Und er schrieb bereits in den 70ern, Mietstopps seien die effektivste Waffe, um eine Stadt zu zerstören, mit Ausnahme von Bomben. Dazu möchte ich noch eine Pressemitteilung der VDW, Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft, vom 30.08.2019 einbringen, die unsere Position unterstreicht. Der Verband lehnt die Pläne der Hessischen Landesregierung zur Kappungsgrenzenverordnung ab. Dabei möchte der VDW grundsätzlich die Landesregierung dabei unterstützen, gegen die schwarzen Schafe und Spekulanten auf dem Wohnungsmarkt vorzugehen. Die Verlängerung der Kappungsgrenzenverordnung ist dabei kein geeignetes Mittel. Seit 5 Jahren gelte die Kappungsgrenze, geholfen hat sie in keinem Punkt. Der erhoffte dämpfende Effekt ist ausgeblieben. Weiterhin sieht der VDW die zunehmende Regulierungsflut des Gesetzgebers mit Sorge. Die Mieten sind in den letzten Jahren trotz massiver staatlicher Eingriffe stetig gestiegen. Meine Damen und Herren, diese Presseerklärung ist ein Appell an die Politik. Sie kommt von Fachleuten, die sich täglich mit dem Thema Wohnen beschäftigen. Der VDW vertritt ca. 200 private und öffentliche Unternehmen der Wohnungswirtschaft in Hessen und Rheinland-Pfalz mit einem Bestand von rund 400.000 Wohnungen. Ich bitte Sie und fordere Sie auf, wenn Sie nicht auf uns hören wollen, nehmen Sie doch die Sorgen und Forderungen der Experten und Verbände ernst, die dafür sorgen, dass viele Menschen eine sichere und bezahlbare Wohnung haben. Ich habe es schon im Juni hier gesagt, die höchsten Nebenkosten haben wir in Berlin, also ausgerechnet beim Vorreiter in Sachen Mietpreisbremse, Enteignung und Verstaatlichung. Haben die dort von Rot-Rot-Grün ergriffenen Maßnahmen irgendetwas gebracht? Sie scheinen die eigenen Fehler immer wiederholen zu wollen. Ein Zitat von Albert Einstein fasst Ihre Vorgehensweise sehr gut zusammen, nämlich Wahnsinn heißt, immer wieder das Gleiche zu tun, aber andere Ergebnisse zu erwarten. Ihre immer gleichen Vorstöße haben in der Vergangenheit nichts bewirkt, und sie bewirken jetzt nichts. Warum sollte ein geistig gesunder Mensch davon ausgehen, dass Sie in Zukunft irgendetwas bewirken werden? Diese Scheindiskussionen dienen nur als Beruhigungspillen für Ihre Wähler, und somit dreht sich die Landesregierung ebenso wie Sie, liebe Kollegen, im Kreis, und es geht nicht voran. Es bleibt auch uns als AfD kaum etwas übrig, als Sie immer wieder daran zu erinnern, warum Ihre Politik scheitern wird. Wenn Sie Ihre Politik nicht rigoros ändern sollten, das könnte uns egal sein, wenn es nicht um das Wohl der Menschen ginge. Der Wohlfahrtsstaat, der Ihnen vorschwebt, geht einfach nicht zusammen mit der ungesteuerten Massenmigration, die Sie zugleich befürworten. Da haben wir es ja. Da ist es ja wieder.
Die Bevölkerung Deutschlands ist in den letzten 4 Jahren um mehr als 2 Millionen Menschen gewachsen. Also, Herr Minister, ich bin in die Heimat zurückgekehrt. Und das ist eine Unverschämtheit, dass Sie das nicht unterscheiden können. Es sind 2 Millionen Menschen, die wesentlich schlechter ausgebildet sind als der deutsche Bevölkerungsdurchschnitt und deswegen in weit größerem Maße auf die Auffangnetze des Sozialstaates angewiesen sind und angewiesen bleiben werden. Auf staatliche Transferleistungen angewiesene Menschen dürfen aber moralisch betrachtet kein Vorrecht vor den erwerbstätigen Menschen haben, die in den Städten arbeiten oder extra dorthin ziehen. Wer von Sozialhilfe lebt und nicht einmal den Anschein erweckt, sich zu integrieren, dem darf kein Vorzug gewährt werden vor Menschen, die hart für ihr Geld arbeiten. Und deshalb ist der gar nicht so soziale Wohnungsbau, den Sie vor allem in den Ballungsräumen betreiben, eine solche politische Fehlkalkulation. Sie sorgen damit dafür, dass die Ballungsräume noch dichter bevölkert werden und lassen eine soziale Schicht in Gebiete mit hohem Mietspiegel ziehen, die gar nicht konkurrieren muss mit arbeitstätigen Menschen, die womöglich persönliche Abstriche machen mussten, um sich die Miete in der Stadt leisten zu können. Alle anderen Bevölkerungsgruppen leiden darunter, sowohl die arbeitstätige Städte als auch die ländliche Bevölkerung, die immer weniger Zuwendung erfährt, weil sich Investitionen bei immer geringerer Bevölkerungsdichte immer weniger lohnen. Sie erwähnen in Ihrem Entschließungsantrag, dass Hessen auf dem Länderranking nur Platz 6 belegt. Was ich zu erwähnen vergessen ist, warum das so ist. Und da kann ich gerne in die Bresche springen, damit der Wähler weiß, was die Ursache dafür ist. Durch die strengen Vorschriften, durch die Schwierigkeiten, die beim Ausweisen vom neuen Bauland auftreten und außerdem durch den Drang, alles klimaneutral bauen zu wollen, dauert es deutlich länger, die im Rhein-Main-Gebiet fehlenden Wohnungen zu projektieren und auch fertigzustellen. Würde es diese ganzen Vorschriften bzw. den größten Teil dieser Vorschriften nicht geben, könnten in Hessen viel effektiver und schneller neue Wohnungen zustande kommen. Ein erster Herr Schulz, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Ein erster Schritt wäre, das Bauen schlicht und einfach zu halten, statt ewig und 3 Tage an den komplizierten Vorschriften und den klimaneutralen Bauverordnungen festzuhalten. Momentan passiert auf Landes- und Bundesebene genau das Gegenteil. Es werden stetig neue Vorschriften und Verbote eingeführt, die das Bauen verlangsamen und es zudem auch noch verteuern. So können die Deutschen nur sehr schleppend zu Eigentümern in ihrem eigenen Land werden. Wenn jemand Geld investiert, will er Rechtssicherheit haben. Und Sie sind seit Jahren auf dem besten Weg, diese Sicherheit zu unterminieren und damit immer mehr Menschen von den Mietpreisen abhängig zu machen. Sie geben vor, den Mietern zu helfen und sogar mit Ihren Maßnahmen doch nur dafür, dass die Menschen gar keine andere Wahl haben, als Mieter zu bleiben. Ich sagte Ihnen vor wenigen Monaten an dieser Stelle, wenn man Hotspots fördert, ist es logisch, dass alle in die Hotspots wollen. Herr Schulz, kommen Sie bitte zum Schluss. Wer aber den Wohnungsraum in den Ballungszentren entlasten will, der muss den ländlichen Raum fördern, zumal dort ohnehin ein gesünderes Leben möglich ist. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie noch einmal darum bitten, so schwierig die Debatte ist, dass von Seiten der Regierungsbank keine Zwischenrufe erfolgen. Als nächstes darf ich Frau Förster-Heldmann von Bündnis 90 Die Grünen nach vorne bitten.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Was wir brauchen, ist eine aktivierende Wohnungspolitik, die alle Akteure einbezieht. Was wir nicht brauchen, sind Verhältnisse, wie sie jetzt heute schon des einen oder anderen beschrieben ist. Ich will das nicht in Zusammenhang bringen mit unserer Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, aber ich finde, es hat doch auch etwas damit zu tun. Also, wir wollen alle Akteure, vielen Dank. Wir wollen alle Akteure auf dem Wohnungsmarkt bei der Bewältigung der Herausforderungen mitnehmen und haben eben ein Maßnahmenpaket, vorhin wurde es Werkzeugkasten oder wie auch immer, bereits entwickelt. Die Hessische Landesregierung hat mit dem Masterplan Wohnen bereits in der letzten Legislatur deutlich gemacht, was alles zu tun ist und wer alles miteinander in Verbindung steht und wie man den Überblick in dieser Debatte und in diesem Politikfeld besteht. Klar ist, gegen Wohnraummangel hilft Bauen. Aber es kommt auch darauf an, was gebaut wird und wie gebaut wird. Und daher gehört auch zu den wichtigsten Maßnahmen der geförderte Wohnungsbau. Die Landesregierung stellt dafür bis 2024, wir hörten es bereits, 2,2 Milliarden € zur Verfügung, ebenso viel wie noch nie zuvor. Und das geht in den Neubau von Mietwohnungen für geringe und mittlere Einkommen. Und sie können 20.000 neue Wohnungen gebaut und Belegungsrechte für Sozialwohnungen verlängert oder neu zurückerobert werden. Auch sorgen wir dafür, dass nur die Mieterinnen und Mieter geförderten Wohnraum bekommen, die wirklich auch auf diesen angewiesen sind. Zu dem Thema urbaner Raum werde ich am Ende der Rede noch einmal kommen. Wir fördern aber auch den Kauf von Wohneigentum und gemeinschaftliches Wohnen durch Neubau oder Erwerb von Gebrauchtimmobilien ist auch möglich. Und so können junge Familien oder Menschen, die unbedingt Eigentum anstreben, sich auch darum jetzt bemühen. Und für all das braucht es natürlich Bauland. Und daher hat die Landesregierung zusammen mit der Nassauischen Heimstätte und der Hessischen Landgesellschaft die Baulandoffensive Hessen gestartet. Sie sehen, es ist notwendig, das eine oder andere heute auch noch einmal zu wiederholen, weil ich hatte bei den vorhergehenden Reden zumindest ein bisschen das Gefühl, es ist in Vergessenheit geraten. Und in rund zwei Jahren wurde ein Potenzial von 12.700 Wohnungen ermittelt und Kommunen in Hessen, um den Kommunen effektiv bei der Entwicklung und bei der Vermarktung von Bauland zu unterstützen. Und hier sei auch noch einmal ein Instrument genannt, das die Kommunen selbst in die Hand nehmen können. Und in verschiedenen Kommunen wurde das bereits auch getan. Die soziale Wohnungsordnung, Bauland, so, jetzt habe ich den richtigen Begriff vergessen. Also, es geht darum, dass man bei dem Erwerb von Bauland den spekulativen Gewinn abschöpfen kann und das regulierend anhand des Bebauungsplans auch regeln kann. Das ist eine Möglichkeit der Kommunen. Gleichzeitig müssen wir aber auch für die Mieterinnen und Mieter in Wohnraumangelegenheiten Mangelgebieten besser schützen. Daher hat Minister Al-Wazir die Mietpreisbremse in Hessen ausgeweitet, eben auf besagte 31 Städte und Gemeinden. Und auch bei den Bestandsmieten wird die Landesregierung nachsteuern, dafür sorgen, dass die Mieterhöhungen in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt noch 15% in drei Jahren betragen dürfen. Auch darum haben wir schon einmal gesprochen. Und dies Und zusätzlich plant die Landesregierung, die Sperrfrist für die Kündigung wegen Eigenbedarf auf 8 Jahre auszuweiten. Und da komme ich noch einmal auf die 300 Wohnungen, die Frau Faeser und vor ihr Frau Barth schon einmal angeführt haben, die in Berlin gehoben worden sind. Das sind im Prinzip die Wohnungen, die in München gehoben worden sind. Das sind die, die infolge von Airbnb eben in diesen
in diesen Freizeitbereich abgerutscht sind, da schützt uns auch die Milieuschutzsatzung, gibt die den Städten die Möglichkeit in die Hand, eben genau dies zu verhindern. Das nur noch einmal nebenbei, das ist eine kleine Feiheit. Nee, es ist Realität. Ich kann Ihnen Beispiele in hessischen Städten geben, wo genau das überlegt wird, so vorzugehen. So. Und da wir aber niemanden abhalten, in den Neubau von Wohnungen zu investieren, sind die Mieten bei Neubauten beim Erstbezug und Wohnungen nach umfangreichen Sanierungen und Modernisierungen von der Mietpreisbremse ausgenommen. Ein interessanter Fakt übrigens, wenn man sich den Mietendeckel in Berlin mal anguckt, wie das gemacht ist. Es kostet ein bisschen Zeit, bis man durchsteigt, aber es lohnt sich. Ich will vorweg sagen, dass mich das Konstrukt nicht überzeugt hat. Und da ist genau dieser Punkt einfach auch ein ganz wesentlicher Punkt für die Entwicklung der Mieten. Und mit Hilfe eines Landeszuschusses kann die Landestochter auf 75.000 Wohnungen aufstocken. Die Programme für Investitionen in Schulen, Kitas, Krankenhäuser, die bereits laufen oder gerade auf den Weg gebracht werden, flankieren das Bemühen der Landesregierung, Anreize für die Kommunen zu schaffen, damit sie endlich in den Wohnungsbau entsprechend investieren. Denn ohne Kommunen schaffen wir das nicht. Und was wir brauchen, ist eine gemeinsame Orientierung, wie wir in Zukunft Wohnungspolitik und damit die Entwicklung der Zentren mit ihrer Wirkung ins Umland gestalten. Daher macht es überhaupt keinen Sinn, Wohnungspolitik ohne Verkehrspolitik zu denken. Und daher kommt der programmatische Ansatz des Frankfurter Bogens. Ich gehe davon aus, da werden wir noch einiges dazu hören. Aber aus meiner Sicht, Wohnbauflächen entlang der Schiene und eben nicht mehr entlang des Asphalts zu planen, ist einfach notwendig in diesen Zeiten. Und das RP Südhessen hat eine Studie von Albert Speer und Partner beauftragt, welche zu erschließenden Flächen haben wir im Rhein-Main-Gebiet und wie sehen diese Flächen aus jenseits der politischen Interessen der Player, die da vor Ort aktiv sind. Und ich bin gespannt, wie diese Studie Auswirkungen darauf hat, dass die Kommunen endlich zusammenarbeiten und jenseits der Konkurrenz sind, sondern das ist genau das, was wir brauchen im großen Ballungsgebiet Rhein-Main, eine gemeinsame Strategie und eine gemeinsame Zusammenarbeit in dieser Beziehung. Ja. Und wenn ich lese, welche Vorhaben die Wiesbadener GGW in den nächsten Jahren vorhat, wünsche ich dem neuen Oberbürgermeister viel Kraft für die Umsetzung der Citybahn und den Ausbau des ÖPNV, weil ohne das wird er das nicht hinkriegen. Und wir müssen einfach berücksichtigen, es geht nicht, ein Areal einfach zu entwickeln, ohne vorher die Knotenpunkte, die Verkehrsachsen, die Anbindung an den ÖPNV und die Stellplatzsatzungen geprüft zu haben. Das alles wird ins Verhältnis gesetzt, um die Einwohnerzahl pro Quadratmeter zu ermitteln. Und deswegen ist es ganz notwendig, dass wir unsere Verkehrsentwicklung und die Verkehrsstrategie ganz anders aufsetzen, sonst werden wir mit dem Wohnungsbau und den Flächen nicht weiterkommen. Und das zeigt, das zeigt hoffentlich, dass es neben den vielen anderen Dingen, die initiiert wurden, wie z.B. die Förderung alternativer Wohnformen, Überarbeitung der Förderrichtlinien und vieles mehr, dass es jetzt eben darauf ankommt, neue Maßstäbe zu setzen und eben nicht mehr an den Maßstäben der 50er und 60er Jahre festzuhalten. Leben in Ballungsgebieten und deren Umland muss anders organisiert werden, und dazu brauchen wir alle Player. Und wenn wir also jetzt mit rigiden Vorschlägen kommen, wie wir heute schon gehört haben, gehen wir ein hohes Risiko ein, den Markt endgültig kaputt zu machen. Und als Fazit möchte ich sagen, unbestritten, da sind wir alle einer Meinung, ist, dass Wohnungsbau die prioritäre Aufgabe ist und dass die Arbeit der Allianz für Wohnen eben dieser Allianz nicht konterkariert werden darf, indem wir jetzt Vertrauen leichtfertig verspielen.
Das Land Hessen, die Kreise und Kommunen müssen zusammen Wohnungspolitik entwickeln. Und dabei helfen temporäre Beschränkungen wie Mietpreisbremse, Kappungsgrenze und Umwandlungsverbot. Und eine neue Gemeinsamkeit muss her, die der Leitfaden unserer Politik sein muss, eben weg von der Parzellenstruktur hin zu einer vielfältigen, bunten Gesellschaft, die sich auch in ihrer Architektur niederschlägt und die auch ein Spiegel dessen ist, wie sich Gesellschaft und deren inneren Zusammenhänge in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Frau Förster, hält man Ihre Redezeit? Ist auch abgelaufen. Noch ganz kurz. Das darf ich jetzt sagen. Die anderen haben auch ein bisschen überzogen. Ich möchte Frau Faeser ganz herzlich gratulieren zu ihrer Analyse, die sie heute eben gegeben hat. Wir haben ja schon häufig, wir haben ja schon häufig darüber gesprochen. Schön, dass die Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser heute das erste Mal über Wohnen spricht. Ich möchte Ihnen aber in einem Punkt widersprechen. Und das ist mir ein echtes Anliegen, weil ich das wirklich hautnah mitbekommen habe. Die Sozialdemokratie in meinem Umfeld hat nichts für sozialen Wohnungsbau Anfang der 2010er Jahre gemacht. Da möchte ich Ihnen vehement widersprechen, weil Sie heute versucht haben, den Eindruck zu erwecken, Sie wären diejenigen, die den sozialen Wohnungsbau in der Vergangenheit hochgehalten haben. Und dem möchte ich da noch einmal ganz klar widersprechen. Als nächstes darf ich Herrn Lenders von der FDP nach vorne bitten. Und liebe Janine, nimmst du mal Platz oder tust deine Zwiegespräche hinter dem Plenarsaal weiterführen? Danke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wo ihr wohnt, im Reihenhaus, in der Eigentumswohnung, in der Mietwohnung, auf dem Land, in der Stadt, meine Damen und Herren, das ist Ausdruck der Persönlichkeit, das ist Ausdruck der persönlichen Freiheit. Aber leider wird diese freie Entscheidung von Rahmenbedingungen eingeschränkt, die zumal von Politik bestimmt wird. Ist der Anteil des Aufkommens, das, was ich für das Wohnen ausgeben muss, vom Einkommen zu groß, geht auch mir hier ein großes Stück Freiheit verloren. Und ich glaube, meine Damen und Herren, an der Stelle waren sich die Kollegin, die Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokratin Nancy Faeser und auch Herr Kasseckert von der CDU, aber an der Stelle waren wir uns sogar, bis dato sogar einig. Fakt ist aber, dass die Maßnahmen, die Rahmenbedingungen, die Politik geschaffen haben, gerade im Rhein-Main-Gebiet, dazu geführt haben, dass die Nachfrage zwar stetig noch wächst, aber das Angebot dem einfach nicht mehr hinterherkommt. Fakt ist, dass die Schere zwischen Angebot und Nachfrage weiter auseinandergeht und dass deswegen auch die Preise fürs Wohnen stetig nach oben gehen. Und dann muss man dann schon mal irgendwann fragen, wir haben heute es ja eher mit so einer Generaldebatte über die ganzen Maßnahmen zu tun, die es da ergriffen werden, um den Markt zu regulieren. Mietpreisbremse, Mietdeckel, Zweckentfremdung. All diese Maßnahmen haben bis dato dazu geführt, dass die Schere weiter auseinandergeht. Nicht, dass sie zusammengeht. Nicht, dass das Angebot vergrößert wird. Es hat den Menschen bis dato eben nicht geholfen. Und es ist doch ein Irrsinn, wenn wir jetzt weiter darüber diskutieren, ob wir diese Maßnahmen noch verschärfen, ausbauen wollen. Das kann ich wirklich nicht verstehen. Ich habe dem Kollegen Kasseckert eben gut zugehört, und er hat z. B. gesagt, dass die CDU-Fraktion weg will von einer Objektförderung hin zu einer Subjektförderung. Das ist ein Ausdruck der Freiheit, frei zu entscheiden, wo ich wann ich und wie ich wohnen will. Dazu würde ein eigenes hessisches Wohngeld nötig sein. Dann müssten wir aber die gesamte Subjektförderung zusammenpacken, die Objektförderung streichen und all die
Gelder, die wir dann in Hessen frei bekommen, dann zu einer Subjektförderung zusammenbekommen. Meine Damen und Herren, das ist, glaube ich, ja, da kann man Applaus für bekommen. Nur, ich glaube, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der FDP-Fraktion, ich glaube, dafür werden wir mit der CDU selbst keine Mehrheit finden in diesem Haus, weil da die Widerstände viel zu groß sind. Meine Damen und Herren, und dann habe ich mir das dann angeschaut, was die CDU, die Rede war ja gut vom Kollegen. Sehr gut war die Rede. Hat nur leider, Olga Bellino, mit dem Antrag, den ihr gestellt habt, noch mal gerade überhaupt nichts zu tun. Hat mit dem Antrag, den ihr gestellt habt, überhaupt nichts zu tun. Der euer Antrag von CDU und Grünen, das ist ein Eiertanz vor dem Herrn. Und das kann man natürlich Ihnen auch nicht so durchgehen lassen, dass Sie auf der einen Seite hier versuchen, ein Bild zu zeichnen, wir wollen die Eigentumsförderung voranbringen, wir wollen das Bauen voranbringen, aber dann gleichzeitig Maßnahmen kritisieren, die die SPD vorgeschlagen hat, und das sozusagen als Teufelszeug zwar in der Rede, aber selber im Antrag niederschreiben und sagen, aber das ist ja nur temporär gemeint. Also wenn die CDU und Grüne das machen, dann ist Mietdeckel und Mietpreisbremse, Zweckentfremdung, das ist alles nur temporär gemeint. Weil eins müssen Sie natürlich schon mal sagen lassen. Einen Mietdeckel haben Sie schon längst mitbeschlossen, und zwar bei der Nassauischen Heimstätte. Das war das Vorbild war Frankfurt mit der ABG, da gibt es auch einen Mietdeckel. Aber Sie haben bei der eigenen hessischen Wohnungsbaugesellschaft längst einen Mietdeckel beschlossen. Und aus der Nummer kommen Sie auch nicht raus. Und Sie haben auch ein Zweckentfremdungsgesetz beschlossen bei der Frage der Ferienwohnungen bei der Stadt Frankfurt. Das ist eine Lexus Frankfurt, das ist in Ordnung, aber am Ende haben Sie genau diese Maßnahmen mitgemacht. Und ich glaube auch, dass Sie die anderen Maßnahmen, Zweckentfremdungsgesetz, wie es jetzt diskutiert wird, da höre ich die Worte ja gerne, dass Sie das alles nicht mitmachen. Zum einen haben Sie es schon längst mitgemacht, und zum anderen glaube ich Ihnen nichts mehr davon, dass das nur temporär ist. Es gibt nichts so Langsameres wie die Wohnungsbaupolitik. Das ist ein verdammt langer, langsamer Tanker, ein dicker Tanker. Wenn Sie hier den Kurs ändern wollen, hätten Sie längst damit anfangen müssen. Meine Damen und Herren, dass in Ihrer Analyse, Herr Kollege Kasseker, dass die Frage der Kommunen, dass ein Bürgermeister sich fragt, soll ich ein neues Wohnbaugebiet ausweisen, macht einen Strich drunter, guckt, was es ihn kostet, auch an politischer, politischer Teilhabe kostet, also mit anderen Worten, ob er wiedergewählt wird, was es ihn finanziell kostet, und dann macht er einen Strich drunter und sagt, nee, lass mal lieber die Finger davon. Der Ansatz ist ja richtig, Sie formulieren es ja im kommunalen Finanzhaushalt. Der Ansatz ist ja richtig, aber warum machen Sie denn das nicht? Sie regieren doch schon seit Jahrzehnten in diesem Land. Sie hätten diese Maßnahmen doch schon längst ergreifen können, wenn es der CDU irgendwann einmal ernst damit gewesen wäre. Und eins, Herr Kollege, das wissen wir, Herr Pentz, also wenn wir CDU diskutieren, wir können ja mal gerne mal den Ausflug in die Steuerpolitik machen, mal gucken, wie oft Sie denn gesagt haben, Sie wollen die Steuern senken. Wenn es mit der CDU ging, gingen die Steuern immer nur nach oben. So viel zu temporären Maßnahmen bei Ihnen. So viel zu temporären Maßnahmen bei Ihnen. Meine Damen und Herren, in Ihrem Antrag erwähnen Sie die 2,2 Milliarden. Es wird ja immer wieder gesagt. Sie müssen sich mal irgendwann mal fragen lassen. Sie stellen die Zahl in den Raum. 2,2 Milliarden Fördergelder stehen zur Verfügung. Stimmt. Rechnen Sie das mal aber auf die 6 Jahre runter, wo sie wirklich angewendet werden. Da ist die Summe jetzt nicht mehr gar so groß. Aber selbst die kleine Summe wird nicht abgerufen. Selbst die kleine Summe an Fördergeldern für den sozialen Wohnungsbau kriegen Sie nicht raus. Haben Sie sich eigentlich einmal gefragt, warum nicht? Was ist denn da mit Bürokratie? Nö, das ist klar. Also, das habt ihr euch nie gefragt. Danke für den Hinweis. Ich wäre alleine nicht drauf gekommen. Meine Damen und Herren, Sie reden immer von Bürokratieabbau, aber da, wo es spürbar wird, dass es für Wohnungsbaugesellschaften unattraktiv ist, geschweige denn für private Wohnungsbauinvestitionen, davon reden Sie nicht. Und hier müssten Sie wirklich dann Bürokratie wegschaffen. Weil wenn die Frage ist, ob wir den ländlichen Raum versus städtischer Raum, die Baukosten im ländlichen Raum sind genau die gleichen. Es würde nur helfen, wenn wir ernsthaft an eine Bausenkung herangehen,
Ja, Herr Kollege, Sie nicken. Aber die Bausenkungskommission, die wir Ihnen vorgeschlagen haben, haben Sie hier mit breiter Mehrheit abgelehnt. Die haben Sie hier abgelehnt. Also all das, was dem ländlichen Raum geholfen hätte, um dieses Delta zusammenbekommen, und da wäre ich ja bei Ihnen zu sagen, dann richten wir mal die Förderprogramme dahin aus, dass dieses Delta geschlossen werden kann, damit auch in dem ländlichen Raum Wohnungsbaugesellschaften wieder ein Interesse haben zu bauen. Da wäre ich ja bei Ihnen. Aber auf die Lösungen bin ich mal gespannt. Das, was wir von der Förderbank in Hessen mitbekommen, ist das politisch bestimmt aus dem Ministerium, nicht von der WI-Bank, aber aus dem Ministerium, permanente politische und bürokratische Vorgaben dazu führen, dass die Gelder nicht abgerufen werden. Und an dem Problem können Sie sehr pragmatisch arbeiten. Tun Sie nicht. Meine Damen und Herren, Sie haben erwähnt die Allianz für Wohnen und dass Sie das als große Maßnahme sehen. Ich frage mich dann nur, warum sind in der Allianz für Wohnen eigentlich die Vertreter der Bürgerinnen und Bürger, die Bürgerinnen und Bürger des Landes Hessen nicht dabei? Warum sind die Vertreter der Fraktionen in der Allianz für Wohnen eigentlich nicht dabei? Wenn wir wirklich zu einem gesellschaftlichen Konsens kommen und so jetzt die Allianz für Wohnen noch mit Werf noch nach vorne bringen wollen, noch stärker, als es Ihre Vorgängerin Hinz gemacht hat, heißt ja mal ein Wort. Da wäre ich ja mal daran interessiert, warum denn die Parlamentarier dann außen vor sind, wo wir die Maßnahmen ja mal mitdiskutieren könnten. Vielleicht wäre ja mal ein großer, breiter politischer Konsens nötig, um den gordischen Knoten im Wohnungsbau zu durchschlagen. Frau Förster-Heldmann, ich habe Ihnen durchaus ja mal wieder gelauscht und dann festgestellt, dass Sie sagen, wir müssen den Verkehr mitdenken. In der Analyse gebe ich Ihnen recht. Ich befürchte nur, dass Sie unter dem, was man darunter unter Verkehrsmaßnahmen etwas anderes verstehen als das, was wir darunter verstehen. Wir würden ganz gerne den ÖPNV in seiner Infrastruktur schneller ausbauen und viel schneller voranbringen. Herr Lenders, kommen Sie bitte zum Schluss. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Wir können uns mit Sicherheit an anderer Stelle mal darüber unterhalten, wie man denn das tatsächlich mit Planungsbeschleunigung machen kann. Ich glaube allerdings nicht, dass der Frankfurter Kranz, der am Ende nur schwer verdauliche Kost sein wird, da uns irgendwo ein Schrittchen weiterbringt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.